Jo Leute, eine neue Woche ist angebrochen und ich heiße euch dementsprechend willkommen zum Evocast von dieser Woche. Wir spielen wieder im Hintergrund Candybox, wie immer Link dazu unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr kostenlos spielen im Browser direkt. Und ja, nebenher quatschen wir über alles, was diese Woche ansteht. Ist eine ganze Menge. Deswegen gar nicht viel schnacken, direkt rein. Das Erste und Wichtigste. Es hat Sonntag nicht geklappt mit dem Monatswäsche. Lag nicht daran, dass ich es nicht fertig hatte. Im Gegenteil, ich hatte das schon sehr lange fertig sogar. Ich hatte das am Donnerstag fertig. Die Sache war einfach. Ich habe ein kleinen bisschen was falsch gemacht beim Rendern und habe da zu hohe Werte eingestellt. Dementsprechend alle Daten, ich kann jetzt mal eben nachgucken, das kann ich nebenher mal machen. Also alle zusammen haben knapp 50 Gigabyte, also alle Videos zusammen haben 50 Gigabyte. Das ist für alle, die es nicht einordnen können, so viel, dass der D seine Leitung jetzt 2 Tage komplett blockieren muss im Upload, damit das pünktlich zum Dienstag, also für morgen, oben ist. Womit wir auch gleich beim ersten und relativ wichtigen Thema sind. Morgen ist das Monatsspecial. Habe ich ja letzte Woche schon gesagt gehabt. Und dieses Mal ziehen wir es durch. 22. sprich morgen früh wird das Monatsspecial ablaufen. Warum sage ich morgen früh? Weil es insgesamt knapp 13 Stunden sind, die wir da vor uns haben. Und die können wir halt nicht einfach so mittags starten. Das geht halt nicht. Ich möchte das ja an einem Tag durchziehen. Und dementsprechend, er wird jede halbe Stunde ein Video kommen. Es wird ungefähr zur Mittagszeit wird es einmal eine etwas größere Pause zwischen den Videos geben. Von ungefähr 20 Minuten. Weil mir ist ein Video über die halbe Stunde geraten. Ich glaube, das ist 38 Minuten oder so lang. Und da werde ich dann halt eine halbe Stunde, also 20 Minuten dann Pause machen. Aber sonst, ihr könnt eigentlich fast die ganze Zeit durchgucken. Das heißt, es kommt zu jeder vollen und halben Stunde ein Video. Die Videos sind so zwischen 25 bis 30 Minuten lang. Und dementsprechend könnt ihr da wirklich durchgehend gucken. Das wäre natürlich cool, wenn da einer direkt zuguckt. Kann aber auch jeder machen, wie er möchte. Ihr könnt das nachholen. Immer schön peu à peu, wenn ihr das möchtet. Ich persönlich habe das Projekt richtig hart genossen. Fällt diesmal unter die Kategorie. Sollte eigentlich jeder sowieso kennen vom Spiel her. Gehe ich ganz schwer davon aus, dass es jeder kennen wird, aber keine Ahnung. Kann sein, dass es vielleicht am einen oder anderen vorbeigegangen ist. Ich weiß es nicht. Möchte ich mir auch kein Urteil darüber bilden. Also wenn ihr da dran vorbeigegangen seid, dann vielleicht erwische ich den einen oder anderen ja doch noch damit und zeige ihm ein neues Spiel, was ich nicht glaube. Gut, ich werde das Ganze irgendwann in der Früh starten. Ich weiß noch nicht ganz genau wann, aber ich rechne mal damit, dass viele Leute da entweder gerade Frühstückspause haben, wenn sie arbeiten sind, oder ja, vielleicht gerade so in der Schule anfangen zu lernen. Also ungefähr 8 Uhr, 7 Uhr vielleicht sogar, werde ich anfangen mit dem Monatsspecial. Ich
hoffe, dass das alles glatt geht. Das Problem bei diesem Monatsspecial, ich habe es schon mal am Rande erwähnt, dieses Mal habe ich sogar bestätigt jetzt, weil die ersten Uploads sind durch. Das Ganze enthält urheberrechtlich geschütztes Material. YouTube sperrt dafür aber eigentlich nicht. Also für das Material, was ich benutzt habe, sperrt YouTube die Videos nicht, sondern da werdet ihr eine Monetarisierung drauf sehen. Die ist nicht von mir, die ist von den Urhebern und dementsprechend ja, ist das, kommt das dann den Entwick ich weiß gar nicht, den Entwicklern, den Künstlern, was weiß ich, denen kommt das dann zugute. Ich sehe es gerade im Übrigen, der neunte Teil ist mit 40 Minuten der längste der Teile. So. Solltet ihr Probleme haben mit einem Teil, den zu sehen, irgendwie, was weiß ich, dass der gesperrt ist oder sonst was, dann bitte ich euch, mich da einmal zu kontaktieren, weil das wäre ultra wichtig, dass ich das weiß. Da muss ich da gucken, ob man da was machen kann, oder ob das einfach so ist, dass sie dann sagen, hey, das ist in Deutschland halt gesperrt oder Österreich, Schweiz, irgendwo halt in einem der Länder, wo man mich dann sieht. So, ich nehme mal an, in manch einem Land sieht man mich sowieso dann nicht, aber muss man halt schauen, was das dann so wird. Das sind im Übrigen, also das urheberrechtlich, die urheberrechtlich geschützten Inhalte, die sind halt von der Musik da drin, also die Musiker da drin oder die Musik da drin, die eingespielt wird, die ist von Urhebern geschützt. Also das wäre, ich weiß gar nicht, ob das sogar GEMA-geschützte Musik ist, glaube ich zwar eher nicht, aber das sind die Künstler da drin, die mir da dann Probleme machen könnten. Die Publisher an sich eigentlich nicht so, weil, das kann ich jetzt inzwischen sogar sagen, sind Square Enix und Dontnod. Dementsprechend, jeder, der es nachgoogelt, dürfte ziemlich schnell darauf kommen, um welches Spiel es sich handelt. Square Enix im Übrigen Europe, nicht Japan. Weil sonst würde ich gar nichts da spielen. Mit den beiden gibt es aber keine Probleme. Also von daher mal schauen, was wir da so sehen. Ob da irgendwo was stumm geschaltet wird oder ob es irgendwo in irgendeinem Land nicht zu sehen ist. Würde mich mal interessieren. Also wenn es bei euch Probleme macht, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Das wird mir auf jeden Fall ultra helfen. Gut, wie gesagt, ungefähr 7, 8 Uhr könnt ihr damit rechnen, wird angepeilt zum Start, dass wir ungefähr um 20 Uhr alle fertig sind. Dann bin ich nämlich auch fertig an dem Tag. Das ist nämlich sehr, sehr viel Stress. Beziehungsweise der Vortag. Ich muss das alles am Vortag schon fertig machen. Das heißt für euch heute. Für mich gleich auch schon heute. Wir haben nämlich schon fast 0 Uhr durch. Gut, dann das nächste, was ich natürlich wieder triggern muss, Dead by Daylight. Dead by Daylight ist im Moment mein absolutes Hassspiel. Ich muss es leider ernsthaft so sagen. Es ist meiner Meinung nach sowas von verhunzt im Moment. Und es hat leider Gottes einige Gründe. Das Problem ist ja gewesen, dass wir da auf einen neuen Patch gewartet haben. Den neuen Balance Patch. Und der kommt ja nicht. Also der wird zwar irgendwann kommen, aber im Moment, ja. So. Dann gab es am 17., also das müsste Mittwoch gewesen sein. Oder war das Donnerstag? Das war Donnerstag, ne? Ja, das war Donnerstag. Gab es einen kleinen
Balance Patch, einen ganz, ganz kleinen, der kaum einmal aufgefallen ist, weil er auch gar nicht groß angeteasert wurde, sondern nur das neue DLC, was ja ganz groß angekündigt wurde, was absoluter Bullshit ist. Und einen ganz, ganz kleinen Balance Patch, wo ich auch nichts zu gemacht habe, weil es mich eigentlich mich tangiert, ist nur peripher. Das heißt, es geht mir gerade so ein bisschen Quermarsch vorbei, weil im Moment ist DBD kein Spiel, was ich gerne spiele. Muss ich leider ernsthaft so sagen. Ich habe heute wirklich hart mit mir gekämpft, dass ich eine Aufnahme machen musste. Die war zwar ganz okay, aber ich krieg im Moment regelmäßig Kotzreiz, wenn ich DBD spiele. Ich kann aber trotzdem einmal hier die Gelegenheit nutzen und euch sagen, was es mit den neuen Patches auf sich hat. Also mit dem neuen Patch auf sich hat. Gebalanced wurde. Nämlich einmal, oder der Patch hat ein bisschen mehr gemacht, aber erstmal das, was gebalanced wurde. Ist egal, wurscht. Ich lese das jetzt nicht auf Englisch vor. Bei dem Michael Myers war es ja so, wenn man mit mehrere Survivor gestalkt hat, konnte man schneller seine Diabolik aufladen. Das geht jetzt nicht mehr. Mit anderen Worten, oder doch, man kann natürlich weiterhin Diabolik aufladen, also ist jetzt nicht, aber es bringt euch nicht mehr eine Speed-Erhöhung vom Aufladen her, wenn ihr alle vier seht oder wenn ihr einen seht. Das ist vollkommen wurscht. Warum das jetzt gemacht wurde, weiß ich nicht, aber es wurde so gemacht. Die Distanz zwischen Fallen, also vom Trapper, die fallen, wurde erhöht. Also den Mindestabstand hat man erhöht von 0,6 Metern, also etwas mehr als einem halben Meter, auf 1,5 Meter. Warum? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Meiner Meinung nach, weil die wollen den Trapper einfach unspielbar machen. Also der nächste Patch, der kommt, also wenn dann irgendwann mal dieses neue Patch-Paket irgendwann mal kommen wird, dann wird es so sein, dass definitiv der Trapper der schlechteste Killer ist. Da, noch nach der Nurse. Noch nach dem Hilly, noch nach dem Race, noch nach dem Michael Myers. Es ist jetzt im Übrigen von hinten aufgesagt, die Reihenfolge, die nach dem Patch sein wird. Also nach dem Patch, so, wenn der so kommt, wie er kommen soll, also der 1.2.2 oder 1.3.0, je nachdem, wie ihr es nennt, wird auf jeden Fall der Trapper der schlechteste sein. Danach die Nurse, danach der Hilly, danach der Race, beziehungsweise Race und Hilly könnte sein, dass die gedreht sind. Da muss man gucken, wie das mit dem Generator zerstören halt abläuft. Und danach halt der Michael Myers, weil der Myers wird ja nicht angerührt. Der wird laut Patch Notes überhaupt nicht genervt, gar nichts. Da dürft ihr euch ganz doll, doll drüber freuen, liebe Survivor. Und alle Killerspieler, die ihn noch nicht haben, der ist dann einfach der Einzige, der noch wirklich gut was machen kann. Wurscht, ich reg mich da, wie gesagt, ich reg mich da ständig drüber auf über DBD. Deswegen spiele ich im Moment auch relativ wenig. Dann, ich habe es schon gesagt, in der DBD-Runde heute gibt es im Moment ein Event, in dem ihr alle alle Blutpunkte verdoppelt bekommt, die ihr halt irgendwo einsammelt. Und das Ganze geht bis zum 22. um 0 Uhr. Das UTC.
Ich glaube, das müsste ein, das ist entweder unsere Zeit genau oder um eine Stunde verschoben. Also fast genau wie bei uns müsste das sein. Ich bin mir nur nicht sicher, wenn da steht Tuesday, 22. Midnight, dann müsste das bis heute Nacht sein. Meiner Meinung nach. Ich weiß nur nicht, wie die das rechnen, weil bei den Entwicklern erwarte ich eigentlich nicht mehr allzu viel. Bei den Entwicklern erwarte ich eigentlich, dass sie total failen bei allem. Dementsprechend, es kann sein, dass das auch bis morgen Abend geht, aber geht mal eher davon aus, dass es heute Abend um 0 Uhr vorbei ist. So, und dann ganz, 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 ganz toll, was ich ja gesagt habe, auch in dem Dead by Daylight Part, ist, dass ganz, ganz viel geändert haben oder ganz, ganz viel ändern wollen im Blutnetz und Prestigen. Jetzt hier nochmal die genauen, oder genauere Infos. Das wird geändert zum 24. hin. Ist angeteasert. Nicht, dass das jetzt bestätigt ist, dass das auf jeden Fall dann kommt. Es kann sein, wir reden wieder mal über das Entwicklerstudio von Dead by Daylight. Es kann sein, dass sie das wieder irgendwie am 25., 26. oder an Heiligabend rausbringen. Ist ja auch am 24. Es steht schon November 24. dran, keine Sorge. Dann wollen sie halt machen, dass man viel, viel schneller Level Up kommt. Es kommen weniger, weniger Sachen an sich ins Blutnetz rein. Das heißt, weniger Opfergaben, weniger Add-ons. All sowas kommt halt pro Level, kommt weniger in die Blutnetze rein. Dadurch kommt ihr halt schneller hoch und ihr kriegt halt multiple Perks aufs Blutnetz drauf. Dann steht da drunter, und das lese ich jetzt wirklich einmal vor: On a blood web with multiple perks, carefully choose which perk you want as the entity. Entity? Heißt der echt so? Auf Englisch? Entity will always eat the other one. Es steht aber wirklich drin, multiple perks on one blood web. Meiner Meinung nach ist multiple immer mehrere. Wenn jetzt das aber so da drin steht, also mit dem always eat the other one, klingt das für mich so, du nimmst einen und den anderen, also den einen anderen, frisst der Entesius. Jetzt muss man aber dazu sagen, dann macht das Ganze keinen Sinn, weil Multiple, wie gesagt, immer noch mehrere für mich sind und nicht nur zwei. Also das verstehe ich nicht so ganz. Und wahrscheinlich verstehen die das da auch nicht. Und dementsprechend, ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal. Das Ganze bleibt erst, also das Blutnetz, was ihr jetzt habt, das bleibt bestehen. Das, was ihr halt, sobald der Patch rauskommt, habt, bleibt bestehen. Das heißt, ihr verliert da keinen Fortschritt. Sondern das Ganze, die ganzen neuen Sachen kommen erst, wenn ihr ein neues Blutnetz bekommt. Also ihr müsst erst nochmal ein Level hochkriegen. Aha, ihr müsst dann hochkriegen. So. Und dann steht drin, und das finde ich geil, other balances such as odds of appearance and content distribution. Was das jetzt genau heißt, also übersetzt ja, aber was das jetzt genau heißt, andere Fixes, Balance Fixes, ja, werden irgendwie kommen, aber wie? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und das ist meiner Meinung nach wieder schön Dead by Daylight. Und dementsprechend, ich hoffe, ganz ehrlich, dass sie damit so auf die Nase fallen, dass
dass sie sich davon nicht erholen. Also im Moment kotzt mich das Spiel wirklich ganz, ganz hart an. Wie gesagt, ein DLC gibt es auch. Kostenpunkt, stimmt, das wollte ich nachgucken, ob das wirklich 3 € sind, weil ich war mir nicht sicher. Kostenpunkt bei dem neuen DLC sind im Moment 2,69 € und später 2,99 €. Also ihr könnt euch dann tolle neue Masken und Outfits für eure Killer holen, aber ansonsten Bullshit. Sorry, ist halt wirklich so. Absoluter Bullshit. Und nein, es gibt immer noch keine. Also jetzt gerade haben wir es kurz vor 0, 20.11. Es gibt keine neuen Infos zum neuen Patch, zum großen neuen Patch, wo sich ja alles bessern soll, wo ja alles gegen Campen ausgerichtet sein soll, was ich immer noch Schwachsinn finde. All das gibt es keine Infos, wann die neuen Balances kommen. Kann ich euch leider nicht sagen. Dementsprechend, ihr müsst halt warten. Ich finde es schade drum. Es gibt andere Entwickler. Klar, das ist, ich weiß, dass Dead by Daylight eigentlich ein Indie-Studio halt hat. Aber es gibt andere Entwickler, die auch Indie-Studios sind. Und die ihre Patches, wenn sie sie ankündigen, dann auch termingerecht rausschmeißen. Und ich möchte das gar nicht sowas mit sowas wie Trendy Entertainment vergleichen, wo ja zeitgleich eigentlich ein Patch rauskommen sollte, sondern ich möchte einfach sagen, wenn man was ankündigt, dann kündigt auch Sachen an, die wirklich dann stattfinden und nicht so sagen, ja, gut, wir machen das schon irgendwann mal, aber ja, mal gucken. Irgendwann kommt das mal. Weil wir haben jetzt mehr als eine Woche, oh nee, stimmt gar nicht. Noch nicht. Also ihr habt es jetzt eine Woche, nachdem der Release eigentlich zu dem Patch war. Und eine Woche die Leute hängen lassen. Das ist absoluter Bullshit. In der Zwischenzeit haben sie natürlich das DLC rausgeworfen, einfach um die Kohle reinzufahren. Und was sie mit der Kohle machen, ich habe keine Ahnung, weil im Moment die Server spacken so hart rum, das gibt es gar nicht. Und es macht einfach keinen Spaß. Es macht keinen Spaß zu spielen. Im Moment kann ich es auch keinem empfehlen. Also spielt für wirklich was anderes. Spielt zur Not Evolve. 2K ist da wenigstens oder war zumindest relativ freundlich zu den Spielern. Die haben sich da wenigstens drum gekümmert, auch wenn sie es jetzt nicht mehr tun wollen, weil ja gut, es hat sich halt nicht rentiert. Gut, das hätte ich denen vorher sagen können, wenn man da ein komplett kostenloses Spiel hinschmeißt, ohne Ingame-Währung oder sonst irgendwas. Dass sich das nicht rentiert, ist ganz klar. Gut, genug von DBD. Gehen wir rüber zu dem Terraria Meets Dungeon Defenders. Ihr müsstet theoretisch in 3 Stunden, beziehungsweise wenn alles glatt läuft, in 2 Stunden und ungefähr, ja, warte, ne, ich kann jetzt keine Minute und 10 Sekunden warten, aber in gut 2,5 Stunden sollte ein Video zu Terraria, dem Update, kommen, also 1.3.4, dem Terraria-Update. Sollte der DS nicht hinkriegen, werdet ihr da was anderes sehen und dann kommt das Video am Mittwoch oder Donnerstag ins 14 Uhr Video. Müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen, aber ich hoffe einfach, dass der DS hinkriegt bis 20 Uhr. So, Mainz habt ihr ja schon gesehen, also Dungeon Defenders habt ihr ja gesehen, das Terraria meets Dungeon Defenders oder Dungeon Defender meets Terraria. Und ich muss ehrlich sagen, wir machen beide Updates richtig, richtig hart Laune.
Ich finde beide cool gemacht. Es ist bei Terraria eher so eine kleine Spielerei. In Dungeon Defenders ist das halt ein komplett neuer Charakter, eine neue Challenge, eine neue Map, ein neuer Boss, komplett neue Gegner, also zumindest ein komplett überarbeitete Modelle, wo man wirklich schön makaber in dem Sinne von Dungeon Defenders, da Zombies hat, die da rumtorkeln. Ich finde das schon ziemlich geil gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, es haben mir beide unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich wüsste jetzt nicht zu sagen, welches von beiden Updates mir jetzt mehr gefallen hat, weil es ist halt Äpfel mit Birnen vergleichen. Das eine ist ein Tower Defense Rollenspiel, das andere ist ein Sandbox Rollenspiel, irgendwas. Kennt ihr halt. Also, die sind halt komplett unterschiedlich. Aber beide wirklich irre lustig. Und ich muss ehrlich sagen, also, DD und ich, wir haben insgesamt mit dem Patch, also mit dem Terraria-Patch, haben wir uns, ich glaube, um 5 oder so hatten wir uns getroffen gehabt. Da haben wir dann den Upload fürs Monatsspecial gestartet. Weil er lädt das ja hoch. Das haben wir, glaube ich, um 5 gestartet gehabt. Haben uns dann hingehockt und haben irgendwie bis um kurz nach 12, halb 1, haben wir dann Terraria gezockt. Einfach, weil wir mal Bock hatten, den ganzen Patch einfach durchgehend auszuprobieren. Und ich mache das ja normalerweise so, dass ich einen Patch komplett blind spiele. Das funktioniert bei Terraria einfach nicht. Also wir hatten da eine Aufnahme, die haben wir komplett blind gespielt. Also wir haben eine komplett neue Welt angelegt gehabt, haben gesagt, okay, spielen wir den Patch doch einfach mal. Da haben wir angeguckt, okay, nichts gefunden, keine Änderung. Okay, cool. Gucken wir mal so ein bisschen, wie startet das Event? Ah, okay, cool. Aufnahme wieder abgebrochen gehabt. Wir müssen erstmal Wall of Flesh besiegen. Haben die Wall of Flesh natürlich besiegt, weil wir haben halt die großen Charaktere genommen. Wall of Flesh besiegt. Sind runter, also ging ruckzuck, weil der D benutzt immer seine komische Eieruhrkugel da, die ich persönlich total ätzend finde. Ich finde meinen UFO viel cooler, mit dem man sich halt irre schnell runterbohren kann. Waren dann auch innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten oder so, waren wir dann mit der Wall of Flesh fertig, weil wir halt eine Ewigkeit gebraucht haben, bis wir einen von den Dämonen hatten. Aber Wall of Flesh war dann fertig. So, dann haben wir irgendwann diesen NPC gefunden, in der das Event startet. Dann haben wir eine Aufnahme darüber gelegt. Und da musste man ehrlich sagen, wir waren so blauäugig und haben gedacht, ja, wenn du die Wall of Flesh besiegt hast, hast du alles damit freigeschaltet. Dem war nicht so. Wir haben dann, ich glaube, eine halbe Stunde eine Aufnahme gehabt, wo der Ton wieder Arschkrebs hoch 10 war. Das muss man halt ehrlich, so ganz ehrlich sagen, die Tonqualität war Arschkrebs hoch 10. Mal ganz davon abgesehen davon, dass ich wieder viel zu leise war im Gegensatz zum Umgebungssound, zum Ingame-Sound, habe ich wieder viel zu leise eingestellt. Das sollte jetzt nicht mehr der Fall sein. Wenn alles gut gegangen ist. Und was halt uns aufgefallen ist, dadurch, dass der D halt so ein großes Zimmer hat und so weiträumig alles hat, oder so offen alles hat, haben wir da einen riesen Hall drin und den kriegen wir halt nicht raus. Das geht nicht. Wir können halt nicht bei ihm mal eben uns komplett abschirmen. Das geht halt einfach nicht. Und an und für sich ist es aber, denke ich, jetzt ganz okay. So. Aber da musste man ernst. Dann haben wir da gesessen und haben gesagt, das Ding ist einfach nur scheiße. Wenn das alles vom Patch ist, was wir da gesehen haben, dann ist das absoluter Bullshit.
Weil man muss sich vorstellen, wenn man Wall of Flesh besiegt hat, und Chutlu hatten wir auch, glaube ich, besiegt gehabt. Ich meine, wir haben Eye of Chutlu haben wir besiegt gehabt. Wurscht. Dann kriegt man da so die Light-Variante davon. Also wirklich so für Kindergartenkinder. Und da habe ich dann gesagt, ah, okay, cool. Und dann sagte er, ja, Moment, die richtig harten Gegner, die Ogre, haben wir da gesagt, die werden erst beschworen, wenn du die mechanischen Endgegner besiegt hast. Da habe ich gesagt, okay, cool, kein Problem. Mechanische Gegner, mal eben alle drei beschworen, also haben wir uns hingestellt. Den mechanischen Weltenfresser, ich meine, der hat einen anderen Namen, aber den kann ich mir nie merken. Kaputt gekloppt. Das Auge kaputt gekloppt. Der dritte ist. Habe ich wieder vergessen? Ach nee, hier der. Ach, wie heißt das komische Skelett denn? Den dritten mechanischen Gegner. Kaputt gekloppt. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen auch noch die nächsten Bosse außer Moonlord. Der bräuchte halt ein bisschen länger. Aber machen wir auch noch die nächsten Gegner. Dann sind wir noch in Dschungeltempel gegangen. Haben da die beiden Bosse gekloppt, also den Golem dann hauptsächlich, darum ging es dann halt, weil das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, hat dann nämlich nochmal die letzte Stufe getriggert. Also man hat die Stufe einmal das Event einfach starten, da muss man irgendwie nur den Weltenfresser oder Chutlu besiegt haben. Da haben wir halt nur den Weltenfresser besiegt gehabt. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, wenn man die mechanischen Gegner besiegt hat. Und die dritte Stufe ist, wenn man den Golem besiegt hat. Und wir sind halt von dem normalen Standardspiel sind wir auf die Ultra-Hard-Variante gegangen. Und das fand ich ziemlich cool. Also da muss ich echt sagen, das hat echt Laune gemacht. So. Machen wir mal Fire Scroll. Machen wir mal Fire Scroll. Machen wir nochmal Fire Scroll. Komm schon, geh durch. Geh durch. Shit. Shit. Hab ich ja nicht geschafft. Okay. Aber das war ganz lustig, aber man musste halt wirklich dazu sagen, wir hätten sogar die kleinen Accounts nehmen können und wenn wir da den Weltenfresser schon gehabt hätten, da hätten wir locker, und ich sage euch wirklich locker, hätten wir dann das erste Event spielen können. Also im Grunde, man spielt halt wie in Dungeon Defenders auch ein Tower Defense, wo halt Gegner rauskommen und man selbst dann da rumhüpfen, rumfliegen, rumlaufen kann und die Gegner abknallen kann. Relativ lustig und auf der letzten Stufe sogar ziemlich schwierig. Also wir sind da sogar einmal, also ich bin, glaube ich, in der ganzen Zeit dreimal verreckt. Ne, zweimal, nee, dreimal bin ich, glaube ich, verreckt. Oder zweimal? Wurscht. Ich bin auf jeden Fall ein paar Mal verreckt an den Gegnern. Weil ich bin halt so ein bisschen, ja, einfach mal drauf. Wenn ich so in Dungeon Defenders Modus bin, was ich dann irgendwo war, habe ich mich voll in die Gegner reingestellt. Und das ist eine super Idee als Magier mit einer Nebula-Rüstung, sich in den o in also zwei, drei Ogre reinzustellen, die einen dann einfach mal so wegkloppen, dass man einfach kein Land mehr sieht. Es war ein bisschen kacke. Aber ja, ansonsten war das sogar sehr geil. Und sogar mit unserem Equip, also die großen Chars sind halt schon ein bisschen weiter, sagen wir es mal so. Da ist wirklich sogar noch mal eine kleine Challenge. Man muss sich halt vorstellen, das Ganze sind sehr, sehr hohe Chars und ich würde sagen, das Schöne an dem Event ist, es passt sich halt eurem Spielfortschritt an. Wenn ihr zum Beispiel sehr, sehr weit seid, dann seid ihr mit
den Ogern und dem Endboss, den ich jetzt nicht spoilern möchte, seid ihr schon sehr, 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 sehr gut dran. Dann ist das wirklich eine Challenge. Aber wenn ihr eine neue Welt dann aufmacht und nur den normalen, die normalen Gegner habt und nichts besiegt habt und dann trotzdem mit High Equip da durchrennt, dann ist das ziemlich einfach. Also dann haben die Gegner da, was weiß ich, die Goblins hatten 30 Leben am Anfang. Das wollten wir euch nicht antun. So, aber an und für sich, das war eine Sache, da haben wir einige Stunden rein investiert und ich muss sagen, es hat richtig, richtig hart Laune gemacht und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr Bock drauf habt, schaut es euch ruhig an. Wie gesagt, das Terraria-Update, die Review dazu kommt um 20 Uhr im besten Falle, spätestens am Donnerstag. Und meins ist ja schon oben, also mein Dungeon Defenders ist schon oben. Sowohl einmal das Kaufen und Hochleveln von der Dryade, wie auch dann die ersten paar Runs in der neuen Challenge. Das habe ich irgendwann letzte Woche mal hochgeladen gehabt. Und dann einmal so ein bisschen Gameplay mit der Dryade, was die so bauen kann und ja, was die allgemein so kann. Und da muss ich echt sagen, das ist wieder so ein Char, der mir persönlich viel, viel Spaß macht. Also muss man echt sagen, die Dryade macht mir im Moment sehr, sehr viel Spaß, weil es wirklich wieder so ein Char ist, da kann man sehr, sehr viel mitmachen. Also da werde ich überlegen, ob ich da nicht vielleicht sogar 5 Chars mache, weil jeder einzelne Turm von der Dryade hat seine Daseinsberechtigung und das hat man selten. Das habe ich im Übrigen auch versucht, mal zu zeigen mit dem letzten Dungeon Defenders Video. Das möchte ich auch versuchen, mit allen Dungeon Defenders Videos jetzt zu zeigen. Nämlich, dass man durchaus auch mal andere Sachen angucken kann, dass man auch gewinnen kann ohne die ganzen Standardsachen oder dass man nicht immer nur ich setze jetzt Poisoner Tower, ich setze jetzt 4-5 Wards, ich setze jetzt meine Serenity Aura und das war's dann. Was anderes benutzt der heute, oh, und vielleicht mal ein Vulkan. Was anderes benutzt ja heutzutage keiner mehr. Dann wird das Ganze noch mit Boost Aura und Boost Beam, wird das hochgepusht und dann war es das. Das letzte Video von Dungeon Defenders, was ich halt. Ups. Was war das denn jetzt? Hä? Warum hast du denn Ton? Ich habe den Ton doch extra ausgestellt von dir. Naja, gut. Passiert. Shit happens. Habt ihr nicht gehört? Also, das werde ich jetzt versuchen, wirklich immer möglichst viele unterschiedliche Sachen zu nehmen. Und an und für sich, es hat mir irre Spaß gemacht, die letzte Runde Dungeon Defenders. Und das war halt mal was komplett anderes, weil ich da wirklich sowas wie von der Mystic die Sandfallen benutzt habe. Ich habe wieder die Ice Towers rausgekramt. Wo ich jetzt gerade dabei bin, den Squire mit der Ballista und dem Heavy Cannonball, was kein Schwein benutzt. Also, ihr werdet kaum einen finden, der Heavy Cannonballs benutzt. Warum das so ist, weiß ich nicht mal, weil der Heavy Cannonball hat eine so extreme Range, das gibt es gar nicht. Natürlich habe ich auch den Vulkan benutzt, natürlich habe ich BDTS benutzt, aber ich habe halt wirklich alles Mögliche benutzt. Ich habe halt auch jede Wall benutzt, die es gibt. Ich habe einen Koloss benutzt, ich habe einen Skeletal Orc benutzt, ich habe einen Dummy benutzt, ich habe die Standard Spike Wall benutzt. Und das sind halt einfach Sachen, die benutzt halt kaum einer. Und es macht halt echt Laune, auch mal Sachen zu benutzen, die halt nicht so standardmäßig sind. Und ja, dementsprechend, damit werde ich auf jeden Fall weitermachen.
Und sobald ich halt mit der Dryade so ein bisschen was zusammengefarmt habe, kann ich mir durchaus vorstellen, dann nochmal ein größeres Video zu machen zu der Dryade, wie sie halt, boah, wie sie halt im guten Gameplay aussieht, wie sie als guter Builder dann dasteht. Aber im Moment finde ich sie jetzt schon ziemlich lustig, einfach weil sie sehr, sehr viele unterschiedliche Buildings hat und mal komplett was anderes hat mit diesem Weltbaum und so weiter und so fort. Ich finde es richtig geil gemachtes Ding. Also, wenn ihr sie noch nicht habt, farmt die 12k an Münzen ruhig zusammen oder Medaillen ruhig zusammen. Das lohnt sich. Also, der Aufwand lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich. Ist auch im Moment das Spiel, was ich auch privat ziemlich oft spiele und dementsprechend ziemlich geil, geil und solltet ihr auf jeden Fall mal gezockt haben, ist ja, was viele nicht wissen, Dungeon Defenders 2 ist gratis spielbar. Also ihr könnt nahezu alles könnt ihr bekommen in Dungeon Defenders 2, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Das Einzige, was ihr nicht bekommen könnt, und das ist eigentlich nicht mal so tragisch, sind Skins. Also Skins ist das Einzige, was ihr nicht mit Defenders Medals bekommen könnt. Und da muss ich halt sagen, da habe ich noch Glück gehabt. Ich habe ganz, ganz viele Skins einfach dadurch bekommen, dass ich noch einen Early Alpha Bonus, ich weiß gar nicht, wie genau der heißt, Early Access Reward besitze. Ich habe einen Dragonfall Defenders Upgrade und einen 7 Premium Inventory Bags Reward. Das liegt einfach daran, dass ich das Spiel am 8.12.2014 gekauft habe. Damals war das noch in der Early Alpha. Damals ging es auch nur bis 25, Level 25. Und da muss man halt sagen, die Leute haben damals dafür Geld bezahlt, als sie das gespielt haben. Ich glaube, 20 € waren es damals. Und da die Entwickler dann so kulant waren und gesagt haben, ja Moment, die haben dafür bezahlt, warum sollen die jetzt nicht, oder die werden ja benachteiligt, wenn die anderen das jetzt alle umsonst kriegen würden. Also haben sie, weil auch alle Spielstände wurden dann, nachdem es aus der Early Alpha rausgegangen ist, haben die alle Spielstände resettet. Das heißt, ihr hattet eure ganzen Chars nicht mehr. Was mich damals ziemlich geärgert hat sogar. Aber ja, damals haben sie dann gesagt, okay, dann sind wir aber so kulant und geben den Leuten nochmal was extra. Habe ich halt 10k von der Premium-Währung bekommen. Und halt diese 7 Premium Bags und also das sind diese ganz, ganz großen Taschen, mit denen ihr mich ja immer rumhantieren seht. Ich habe mir nie ein Bag selber gekauft. Ich wüsste auch gar nicht, wie das geht. Ich finde das auch gar nicht. Ich hätte gern nochmal so 2, 3, aber ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Und halt so die Outfits, diese roten Outfits, die meine dritten Standard-Chars halt von Anfang an haben. Ich habe dann natürlich nochmal im späteren Verlauf habe ich nochmal, ich glaube für 20 € oder so habe ich mal aufgeladen gehabt, einfach weil ich da den ein oder anderen Skin cool fand. Aber ansonsten habe ich alles nur durch Defender Medals bekommen. Und das könnt ihr auch. Klingt wie so eine Verkaufsparty. Nein, aber im Grunde, man kann sich alles selbst erspielen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und man hat halt durch die Skins keinen Vorteil. Ich persönlich benutze halt viele Sachen einfach nur, weil ich denke, dass ich die dann besser auseinanderhalten kann. Die Galaxy zum Beispiel, also die Galaxy Outfits habe ich zum Beispiel bei meinen ganzen Standardbuilders, die Black Outfits, also die ganz schwarzen, habe ich bei den DPS-Helden und so weiter und so fort. Ist für mich einfacher, muss aber nicht unbedingt sein.
So, an und für sich im Moment mein Lieblingsspiel und dementsprechend werdet ihr mich da auch häufiger finden als im Moment in Dead by Daylight. Bei Dead by Daylight spiele ich im Moment überhaupt nicht. Also ich spiele es für die Aufnahmen. So, jeden Tag gucke ich mal kurz rein, spiele dann mal ein Ründchen, guck mal, wie es so läuft, aber im Moment spiele ich kaum Dead by Daylight. Und das halt aus unterschiedlichsten Gründen. So, und ja, dementsprechend wäre es das eigentlich vom Kanal auch schon gewesen. Eine Sache ist noch, die den Kanal beschäftigt, und zwar sind das die Länge meiner Videos. Wurde mir jetzt schon öfter gesagt, dass ich doch die ganzen Videos kürzen könnte. Ja, könnte ich. Nein, werde ich nicht tun. Liegt einfach daran, dass ich nicht möchte, dass meine Videos gekürzt sind. Also ich weiß, da gibt es oft genug Anfragen, gerade bei Isaac, weil das ist inzwischen so Standard geworden, dass die Isaac-Videos gekürzt sind. Das habe ich schon mal erwähnt, das möchte ich aber trotzdem nochmal erwähnen, weil mir das ganz, ganz viele Leute über Facebook oder Steam geschrieben haben. Nein, das werde ich nicht tun. Warum werde ich das nicht tun? Ich werde das deshalb nicht tun, weil Isaac für mich ein komplettes Gameplay ist. Ich stelle ja nicht irgendwie einen Mod gerade vor oder was weiß ich. Ich stelle nicht vor meinen besten Run oder die größten Zollstellen. Da hätte ich genug von. Könnt ihr euch sicher sein. Wird es auch irgendwann mal geben. Aber die Sache ist halt, ich stelle halt einen kompletten Run vor und da möchte ich halt nicht irgendwo reincutten. Und dementsprechend, wer das möchte, ich kann euch da gerne zu einem anderen YouTuber führen. Da gibt es ganz, ganz viele, die das genauso machen, wie ihr das dann offensichtlich wollt. Und dementsprechend ist kein Problem. Aber ich persönlich werde es nicht machen. So, nicht, dass ich euch loswerden wollte. Gott bewahre. Aber das werde ich nicht tun. Ich werde auf gar keinen Fall irgendwie anfangen, von wegen Isaac zu cutten. Das ist gerendert, das ist vorne und hinten wird da was abgeschnitten, das ist richtig, aber so an sich wird es niemals der Fall sein, dass ich Isaac schneiden werde. Das gibt es nicht. Feierabend. Oder auch andere Sachen. Gut. Achso, und worum ich euch bitten würde, wenn euch irgendwo was auf dem Herzen brennt, was weiß ich, nehmen wir mal nicht Isaac, nehmen wir mal Plagging. Wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Anregungen habt, immer her damit. Unten in die Kommentare immer schön reinschreiben, ist mir vollkommen egal. Ich antworte eigentlich immer. Ich antworte eigentlich so gut wie immer. Es gibt keine blöden Fragen und meine Kommentarsektion ist jetzt nicht so überfüllt, dass man da irgendwo eine Frage überlesen kann, wenn man da einmal reinguckt, weil normalerweise stehen da keine Kommentare. Und dementsprechend, ihr könnt da einmal kurz drüber gucken. Vielleicht hat schon mal jemand was gefragt gehabt. Aber im Normalfall stehen da nichts. Und wenn ich irgendwo Fragen offen lasse, fragt dann einfach. Fragt einfach nach. Gutes, rein mit denen in die Kommentare. Gutes. So. Jetzt fallen mir doch noch mal drei Sachen ein, die ich zum Kanal habe. So ein Shit. Eine Sache, der D hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm zusammen den Anime-Talk aufzunehmen. Habe ich ja gesagt, natürlich, klar. Und dementsprechend wird jetzt am Donnerstag ein Anime Talk mit dem D und mit mir zusammenkommen.
weil ich einfach mal Bock drauf hatte, mit ihm darüber zu quatschen. Das heißt, wir hocken uns dann TS oder Skype, hocken uns dann zusammen, quatschen ein bisschen drüber, mal gucken, vielleicht spielen wir noch mal eine Runde, wer bin ich? Gucken, ob er dann den Pumuckl kennt. Nehme ich nochmal einen Pumuckl. Nein, dann nehme ich Meister Eder, den kann er nämlich auch nicht. Und dann quatschen wir darüber. Er hat dann halt ein Thema geäußert. Und ich muss mal gucken. Vielleicht wird es ganz lustig. Und ich sag dann am Ende, weißt du was, lass uns zusammen den Anime-Talk immer aufnehmen. Und ja, oder für sich ist das eine Sache, die ich persönlich auf jeden Fall begrüße. Und ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn wir da mehrere Sachen dann zusammen machen könnten. Und nicht nur ein Thema finden, wo er was zu sagen zu hat. Na, wurscht. Das werden wir sehen. Die nächste Sache, ich werde es jetzt schnell durchziehen. Die nächste Sache ist, es hat sich immer noch komischerweise keiner gemeldet. Bevor ich jetzt was Falsches sage und sich jetzt gerade in den letzten 51 Minuten jemand gemeldet hat. Zumindest hatte sich vor 50 Minuten noch keiner jetzt danach nochmal gemeldet gehabt zu der Sache mit der Collab. Wäre natürlich cool, wenn da irgendwer noch antworten würde, aber wenn das halt nicht auf. Du hast die Bereiche deines Profils. Nee, wurscht. Wie gesagt, also das ist eine Sache, die liegt mir persönlich am Herzen, dass ich da mit möglichst unterschiedlichen Leuten aufnehmen kann. Aber naja, gut. Wenn nicht ist, dann ist halt nicht. Und wenn halt ist, dann ist halt. Und das werden wir auf jeden Fall sehen. Oh cool, jemand hat mir ich mag No Man's Sky. Das hat mir jetzt gerade jemand geschrieben. Darf ich wahrscheinlich einmal sagen, Grüße gehen mal raus an Herrn Lord Apfelsaft. Ich mag No Man's Sky. Ich auch. Ist ein sehr schönes Spiel. Solche Kommentare, die finde ich einfach lustig und das beantworte ich jetzt live. Das ist mir jetzt mal egal. Eben egal. Also wie gesagt, ups, bitte einmal, kein Ton jetzt. Darf ich eigentlich meinen eigenen Ton aufnehmen? Das wäre mal interessant. Live. So. Ups. Kann nicht gepostet werden? Doch, du kannst gepostet werden. Aber wie gesagt, da hat mir leider Gottes noch kein Mensch geantwortet, was ich irgendwie doof finde. Und ich hoffe einfach, dass das noch kommt. Aber wenn halt nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Und dann ist das halt so. Weil ich kann ja halt niemanden zu seinem Glück zwingen. Und wenn ihr da halt Bock drauf habt, oder wenn ihr da, wie gesagt, einen YouTuber habt, der eventuell da für mich passend wäre, immer her damit, ich schreibe gerne Leute an und krieg Absagen. Kenne ich nicht anders. Wie gesagt, da suche ich auf jeden Fall noch jemanden. Und die letzte Sache, weil es mir halt beim letzten Monatsspecial passiert ist, ich möchte noch einmal kurz die Regeln vom Monatsspecial erklären. Jeder, der jetzt nochmal da was zu schreiben möchte, wie gesagt, ich bin kein Unmensch. Natürlich könnt ihr mir schreiben, wenn irgendwo ihr was komisch findet im Kanal. Die einzige Sache, die ihr bitte machen sollt, wenn ihr euch mit irgendwie Kritik äußert, dann guckt bitte einmal kurz nach,
Hat da vielleicht schon mal sowas geschrieben oder gesagt, wo das ist? Also bitte nicht einfach frisch auf den Kanal draufkommen und dann sagen, hey, das und das und das und das ist Kacke. So, Punkt 1. Das Monatsspecial wird komplett hochgeladen. Das heißt, das komplette Spiel wird an einem Tag hochgeladen. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Das ganze Projekt soll in einem Tag abgeschlossen sein. Der zweite Punkt. Ich versuche immer, soweit es geht, den Namen der Mission, da wird das ein bisschen schwierig, aber den Namen der Mission zu benutzen. Das heißt, das sind nicht meine Titel, die ich benutze, sondern das sind die Titel von dem Spiel selber. Und die dritte Sache ist, an diesem Tag fällt alles andere, was ich normalerweise an Content bringen würde, fällt aus. Deswegen sind auch gestern sind Faeria und Bloons Tower Defense 5 gekommen, weil die sonst eigentlich komplett ausfallen würden. Und für die Leute, die das lieber gucken bei mir, habe ich das auf den Sonntag geschoben und nicht auf den Dienstagmorgen. So. Und dementsprechend bitte vorher gucken, bevor ihr sowas schreibt. Das ist mir nämlich letztes Mal passiert. Da musste ich das nämlich aufklären und so weiter und so fort. Das möchte ich eigentlich nicht. Das klingt dann immer so neunmal klug von wegen. Hey, das ist aber, du hast aber nicht gut aufgepasst. Möchte ich eigentlich nicht. Und das ist auch Bullshit. Aber ich hoffe, derjenige hat es damals verstanden. So, wie gesagt, kommt wie gesagt einmal im Monat, deswegen Monatsspecial und die ganze Playlist könnt ihr da im Übrigen durchlaufen lassen. Dann im Normalfall sollte das ungefähr hinhauen dann. So, damit war es das fürs Monatsspecial. So privat kann ich jetzt noch mal kurz was erzählen. Bei mir in der Wohnung sieht es aus wie im Schweinestall. Ich habe mal wieder ewig nicht aufgeräumt. Ich meine, beim D sieht es nicht viel besser aus, muss ich mal sagen. Aber bei ihm verteilt sich das halt auf größere Fläche. Und bei mir ist das halt so ein bisschen eingeengt. Also ich habe komprimierter die ganze Kacke. Inzwischen ist das Ferrero-Päckchen auch leer. Danke nochmal dafür. Hat mir aber auch einiges an Magenproblem verursacht. Ich habe zu viel Schokolade in letzter Zeit gegessen. Ist egal, wir gehen auf Weihnachten zu. Da gibt es nicht so viel Schokolade. Stimmt, mein Adventskalender für meine Freundin, da muss der dem jetzt helfen. Den rufe ich morgen nochmal an. Ja, den rufe ich morgen nochmal an, dass wir das dann machen. Weil lustigerweise meine Bestellung nicht so aufgenommen werden konnte, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ja, meine Freundin, die kriegt ja, ich glaube, habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube, in irgendeinem Gameplay-Video. Ich meine ja, wurscht. Meine Freundin soll einen Adventskalender bekommen, wo sie eine Figur bekommt aus Lego. Und die ganze Figur soll erst fertig sein am 24. Dezember. Jetzt ist es so, man kann sich da Figuren bestellen, die werden dann extra hergestellt. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Das ist wohl irgendwie abhanden gekommen. Und jetzt hat man mir in der Verteilung hier in Deutschland gesagt gehabt, ja, das tut uns leid, aber keine Sorge, bis Weihnachten haben sie es. Da habe ich gesagt, ich brauche das am 1. Ja, das wird aber ein bisschen teurer. Da habe ich gesagt, ja, was kostet der Spaß? Ja, dann kostet sie der ganze Spaß 200 €. Da habe ich gesagt, Cancel, Feierabend, raus. Hab das Geld zurückgefordert und dann ein paar Sense. Das Ganze, und jetzt muss ich halt mit dem D gucken. Ich hoffe, er unterstützt mich da. Ey D, ich brauchte echt deine Hilfe. Dass wir die Figur da selbst zusammenbauen und er hat gesagt, er hat irgendwo 30 Kilo Lego-Steine rumfliegen. Und das heißt, ich darf dann da raussuchen. Das wird bestimmt sehr, sehr lustig. So, und weil ich es dem D versprochen habe, dass ich mich dieses Mal unter einer Stunde halte,
und ich gesagt habe, ich werde bei 59,59 aufhören, sage ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns im Rest der Woche, morgen Monatsspecial und haut rein, ihr Lieben. Bis dann und ciao, ciao. Und ich muss noch 6 Sekunden warten. Und ciao, ciao.